Ein wunderherrliches Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir dringen hier für die Voodoo Boys immer noch in die Mall ein, um rauszufinden, warum diese andere Gang hier ist. Oh Gott, der hat mich fast gesehen. Warum? Kurzschluss wird nicht viel bringen. Hey Brudi. Tschüss Brudi. So, 1C, 7A, 7A, BD, 55 1C, siehst du, beides geschafft. Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Mit der extra Eis von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin? Ja, das ist natürlich kacke. Er sollte das im optimalen Fall nicht wissen. Aber dann komme ich ja nicht auf 7a. Hier komme ich auch nicht auf 7a. Jetzt nochmal 1c, 7a, 55. Ja gut. Haben wir die Tür zu? Scheiße, der sieht seinen Kollegen da gleich liegen. Ne, er ist wieder umgedreht. Okay. Aber nochmal ping, ich würde gerne wissen, wo alle sind. Da bist du der Totengräber. Wenn ich das jetzt mal probiere, mal gucken, ob die sich dann da aufs Maul hauen. Nee, nee, hier ist niemand. Muss gar nicht gucken kommen. Kurz Schluss. Scheiße. Ich werd gehackt. Das ging ja letztes Mal schon schief. Warum ist da gerade einer umgefallen? Warum sterben die da alle? Was ist dein Problem? Autsch. Für Scheiß Ruhm und Scheiß Ehre? Wenn für Ruhm und Ehre nicht cool genug klingt, oder was? Was das? Können wir jetzt aufhören, so zu tun, als würden wir kämpfen? Das war... Oh, fuck. Einmal pingen, mal gucken, ob hier noch irgendwo Leute sind. Ja. Und da ist noch eine Menge. Dickschädel. Wer ist mit Verseuchung? Das steckt die anderen auch an.
Verdammt, ey. Kann doch damit durch die Wand schießen, oder nicht? Da habe ich mich gerade voll blamiert. Offensichtlich kann ich mit dem Ding nicht, nämlich nicht durch die Wand schießen. Na gut. Das lief doch aber ganz okay. Krieg ich nicht auf die Tür. Und jetzt? Muss ich da hoch oder was? Will mich eigentlich veräppeln? Die schießen hier trotzdem noch auf mich. Ja, das ist das Wichtigste. Schützt eure Eier. Wenn ich dir den Kopf schieße, bringt dir das nicht viel. Komm schon. Ach Mann, ey. Ist doch nichts mehr zu hacken, ne? Ja, hier nur, aber... Das bringt uns auch nicht viel. Waffe ist echt krank. Die ist so gut. Wollen wir wen umhauen? Die Haupthalle findet den Kampf. Ach fuck. Autsch. Wie kann das sein? Ja, ja, hinterm roten Pass verstecken ist nicht das cleverste, ich weiß. Streng dich mehr an. Gib alles. Wie mehr anstrengen? Wurde doch bereits entdeckt. Was willst du hier von wegen nicht entdecken lassen? Ich hab mich in dir getäuscht, Mutti. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss kassiere, oder was? So, einmal hier rüber. Bumm. Möchtest du nochmal Bumm machen? Nee? Hast genug Bumm? Komm schon, nimm die Scheiße mit jetzt hier. So. Was für Buto? Ich Buto dir gleich eine. Das ist ein Turret. Oh fuck. Aber das können wir doch umdrehen. Umpolen. So, für 6. So. Muss mal gucken. Ein bisschen Shit mitnehmen hier.
Autsch. Wenn es sein muss, erledige sie nacheinander. Bin doch schon bei, Mann. Jetzt habe ich die equipped, ne? Weil ich ein Idiot bin. Fuck. Okay. Widowmaker muss da wieder rein. Ich trete dich in den Staub! So. Jetzt sind wir halt einfach überladen. So, genau. Gucken wir mal. Inventar. Nee, Rucksack. Erstmal ein paar Waffen zerlegen, ne? Also richtig den Müll aller Müllwaffen. Zerlegt. Eigentlich brauchen wir nur alles behalten, was unique oder lila ist, ne? Naja, passt schon. Haben wir jetzt 2 Perk-Punkte, ne? Oder haben wir... Nee. Durch Techie. Hier haben wir einen Perk-Punkt bekommen. Ja, aber... Also... Brauchen wir nicht wirklich was. Ich muss sowieso durch die lange Aufnahmepause jetzt... muss ich erstmal ein bisschen reinkommen. Ich ärgere mich auch voll, dass das hier nicht einfach steady ging. Also, wegen meinem Fail, ne? Natürlich hätte man das steady machen können. 55, BD, 1C, BD, 55, 55. So. Wow, jetzt sollte ich hier hingehen. Damit ich dann suchen kann. Hä? Ja, finde den Wagen in der Lobby. Da hinten. Ist er doch. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles, also sei still. Verbinde dich mit dem Wagen. Nö, er ist nämlich hier noch Shit mit. Du hast mir gar nichts zu sagen, Blödmann. Ich finde den auch überhaupt nicht cool. Dass die Autos mittlerweile auch so eine Scheiße eingebaut haben. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen. Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agwe. Wer sind Sie? Was ist Agwe? Watch. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn sie unsere Eis durchbrechen, holen sie sich Agwe und das ganze Netz, wie damals bei Bartmos. Aber ihr habt doch garantiert Webcrawler, Code Mirrors. Haben wir. Die wollen sie auch. Okay. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, wie viele Daten sie haben, aber ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellvalidierung. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Schritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Moment. Was ist? Das sieht. Wir werden rausgedrängt. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden. Stellen. Okay, was mache ich, wenn ich ihn habe? Sag ich dir mal.
Der Agent versucht dich zu blockieren. Der dem Kamionett ist ein Tor. Ich mach auf. Zu viele. Was war das denn jetzt? Wie, du machst auf? Das ist doch... Ist doch zu. Da vorne, Alter. Jetzt zum ersten Stock, dem Kino. Ja. Gib mir Mühe. Taskwatch. BD 55 7A 1C. Ist das denn Runner? Matilda K. Rose? Was ist denn jetzt passiert? Warum heilt die sich? Gefällt dir das? Nee. Warum heilt die sich? Cyberware-Störung wäre geil. What the fuck? Autsch. Uff. Okay. Probieren wir das nochmal. Okay. Was mache ich, wenn ich ihn hab? Ja. Der Agent versucht dich zu blockieren. Hinter dem Kamionett ist ein Tor. Ich mach auf. Okay, jetzt zum ersten Stock, dem Kino. Ja, bin schon unterwegs. Oh, genau auf jetzt! Was ist los? Du kriegst gleich Gesellschaft. Scan sie sofort. So schlimm, ne? Sie muss eine Schwachstelle haben. Meine Crew sucht schon alles ab. Gesucht, resistent gegen, anfällig gegen Feuer, okay. Versuchen es nochmal mit dem Breach-Protokoll. BD-BD-7A. Dann 1C-BD, das hat gepasst. Kann mich doch ransneaken, oder? Schon, trau dich! Das war die Heilung. Was passiert da? Was passiert da gerade? Systemeinbruch steht bevor. Nee. Was ist los? Schwein will ich haben. Bleib konzentriert. Ich kümmere mich. Wird ihn nicht verhalten können. Er ist im selben Subweb wie die anderen. Erledigt ist. Ach du Scheiße. Die hat genug. Du nervst mich nicht nochmal.
Was haben wir da jetzt für eine Waffe bekommen? Yukimura, Smart-Pistole. Okay. Na gut. Dann gehen wir uns den Headrunner holen. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten. Du musst zuerst... Placid? Na super. Was läuft denn hier für ein Film? Alter, Western-Schinken. Watson Hoare. Na, kommst du jetzt um die Ecke? Nee. Hey, sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen. Und jetzt willst du reden? Nulllinie? Nein, nur ausbremsen. Aber ich hab dich wohl unterschätzt. Okay, genug mit dem Gelaber. Sag schon, wer bist du? Bryce Mosley, Netwatch Spezialagent. Können wir reden? Du hattest deinen Spectre, oder? Er hat dich beobachtet und du hast seine Befehle befolgt. Keine Ahnung, was die Voodoo Boys zahlen, aber unsere Taschen sind tiefer. Ich arbeite doch nicht für Netwatch. Du willst mich rauskaufen? Nein. Sieh es einfach als Gegenangebot. Setz dein Leben nicht für die Voodoos aufs Spiel. Sie sind nicht gerade für ihre Integrität bekannt. Sind schon wie lange in Night City? 50 Jahre? Und klammern sich weiter an ihre Stammesmentalität. Sie misstrauen Außenseitern. Enorm. Ja und? Kein Interesse. Mir geht's nicht um Geld. Mir geht's um Maman Brigitte, die Voodoo-Chefin. Brigitte und ihr Schuss und T-Neptune sind seit Tagen kaltgestellt. Seit wir ein Eis um ihr Subnet gelegt haben. Und du? Du wurdest geschickt, um sie zu befreien. Weißt du, warum sie dir Sachen verschwiegen haben? Weil du ein Ragnon bist. So nennen sie Außenstehende, die sie für spezielle Jobs reinholen. Fußabtreter. Wenn sie dich nicht mehr brauchen, wirst du entsorgt. Wie alle Ragnons. Du bluffst. Du stehst mit dem Rücken zur Wand, steckst fest, vollkommen ausgeliefert. Ich wüsste nicht, warum wir nicht beide lebend hier rauskommen sollten. Oh, du hast mein Wohl im Sinn. Gehört Altruismus jetzt zur Netwatch-Mission? Du musst uns nicht mögen, um zu merken, dass wir bessere Partner sind. Vielleicht schaffst du es, Brigitte zu befreien. Aber was bringt dir das, wenn du dabei draufgehst? Hast du Beweise dafür, dass die Voodoos mich reinlegen wollen? Wollen? Das haben sie schon. Als du dich verlinkt hast, haben sie dir mit dem Spectre ein Virus untergejubelt. Woher will der Wichser das wissen? Der will dich doch offensichtlich manipulieren. Das hätte ich gemerkt. Hast du Beweise? Hättest du das? Dann sieh selbst. Lass eine Systemdiagnose laufen. Na gut. Probieren wir mal. Und? Alles normal. Keine Spur von... Starte noch eine. Und dann vergleich die beiden Ergebnisse. Na gut, wenn du sagst. Identisch, was? Weil es kein echter Scan ist, sondern eine Kopie. Was habt ihr gegen die Voodoos? Weißt du, wie viele Angriffe durch die Black Wall wir letztes Jahr neutralisiert haben? Soll ich raten? Also weißt du es nicht. Niemand in Night City weiß das außer uns. Und niemand will es wissen. Die Leute denken, sie ist eine feste Grenzmauer, geschaffen, um die Menschheit ewig zu schützen. Dabei ist sie eher ein aufgerissener Müllsack, der über ein kaputtes Fenster geklebt wurde. Und die Voodoo Boys hören nicht auf, Löcher in das verdammte Teil zu stechen.
Die Datensammlung. Warum habt ihr Pacificas Runner im Visier? Das ist der Job. Es geht um Reso Aqua, oder? Ihr wollt kein unabhängiges Netz, wo eure Dienste nicht erwünscht sind, was? Es gibt keine unabhängigen Netze. Wenn die Voodoo-Boys die Blackwall durchbrechen, sind wir alle am Arsch, so oder so. Okay, und warum? Rashid und der andere, Neptune. Wie ist ihr Zustand? Ihre Tags sind aktiv. Die Voodoos erhalten sie wohl am Leben. Aber das können sie nicht ewig tun. Nein. Was Brigitte und T weniger nützlich für uns macht. Wir wollten über ihre Schnittstelle ins Voodoo-Subnet eindringen, aber Brigitte zeigte sich stur. Sie hat ein paar Bytes aus unseren Systemen entwendet, bevor wir sie hatten. Kostprobe eurer eigenen Medizin? Was machen wir? Ich meine, letzten Endes wollen die Voodoos uns schon irgendwie veräppeln, aber irgendwie... Letzte Chance. Sicherheitsmaßnahme? Entscheide dich. Ich mag diese Anzüge nicht, sorry. Ich bleib lieber bei meinem. Ja, ist mal schön die Nase gebrochen. Sorry für das Geruckel, ich muss mir unbedingt was überlegen. Ich sehe die gedroppten Frames in OBS. Okay. Hey, wie? Alles okay? Sekunde. Du wärst fast verreckt wie der. Oh, too much information. Oh, was ist passiert? Das Netzschwein hatte recht. Die Voodoos haben dich gefickt. Sobald sie Zugang zum Netwatch-Netz hatten, haben sie alle Agenten geröstet. Und dich dazu. Okay. Habe ich das wieder dem Biochip zu verdanken? Das hätte Placid nicht ahnen können. Möglich. Falls ja, gern geschehen. Ob die Voodoos Brigitte befreit haben? Scheint ihr Plan gewesen zu sein. Dank dir war er erfolgreich. Weil die Voodoos dich zu einer verfickten Kamikaze-Drohne gemacht haben. Wer nimmt schon den Job von uns Voodoo-Friesern? Bah, Placid hat dich für ein Stück Scheiße aus der Gosse gehalten. Dachte, dich sucht keiner. Mhm. Und? Hätte ich die Wahrheit sagen sollen? Nein, wir reden jetzt mit Brigitte. Du hast dir ja den Arsch gerettet. Wird trotzdem auch gern mit Placid reden. So billig kommt er nicht davon. Ab ins Bettys. Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Jo. Level up. Will erstmal Reflexe höher haben. Ja, das bringt mir nichts, weil ich immer viel zu früh nachlade. Ich war mit 13 auf Reflexe. Uff. Ja, ja, why not? Ich meine, das ist 14, das ist ganz wichtig. Da gibt es keinen Unterschied mehr, wie weit wir auf die Leute schießen. Ja, das brauchen wir. Also noch ein Level. Ist bei Coolness noch irgendwas Cooles? Haha. Das ist an sich ganz cool. So. Immunität gegen Vergiften ist auch nicht verkehrt. Also. Nehmen wir das einfach mal mit. Kann ich den noch looten? Ja. Der hat ein Kondom dabei. Schön. Gut. Hat ihn nicht vorm Tod bewahrt.
So. Und ich lasse mir jetzt was gegen die Ruckelparty einfallen. Wie gesagt, sorry für die gedroppten Frames. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst trotzdem gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls das noch nicht geschehen ist. Kritik könnt ihr gerne in den Kommentaren äußern oder vielleicht auch Tipps. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit Cyberpunk 2077. Bis dann, ciao, ciao.